Die Dachfläche ist getrocknet und sieht endlich etwas vernünftig deckend und befriedigend aus. Und damit wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich sie hier ankleben kann. Allerdings ergibt sich hier eine sehr unschöne Lücke. Und die resultiert daraus, dass der Schnitt hier unten nicht so glatt ist, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Dazu sage ich nur, was nicht ist, das kann ja noch werden. Hier oben ist noch ein Eckchen, das an einem vernünftigen Passen hindert. Und jetzt ist das Ergebnis schon eher akzeptabel. Gut, nun gilt es, das Ganze von der Rückseite her mit Leim einzustreichen. Und ich werde mal gucken, ob in meiner Leimtube hier noch was ist. Jo. Das ist bald geschafft. Ich hoffe sehr, dass es geschafft ist, bevor der Leim alle ist. Gut. Presse das an, setze es unten bündig . Das muss ich noch mal überstreichen . Und jetzt möchte ich das Ganze natürlich weiter unter Druck halten und anpressen. Da es sich um eine relativ kleine Fläche handelt, versuche ich mal zunächst das Verrutschen der Platte zu verhindern, indem ich die Flaschen davor stelle. Lege dann das Buch auf, damit der ganze Spaß auch plan bleibt. Plan heißt in diesem Fall völlig eben gedrückt. So. Nach der kleinen oder größeren Arbeit am Dach kann ich mich wieder an die kleine Arbeit hier an den Türen machen, Da steht zunächst einmal das Ausschneiden weiter an.
Erster Schnitt. Zweiter Schnitt. Dritter Schnitt. Nummer 4. Und Nummer 5. Und der erste Türrahmen ist raus und die erste Füllung auch. Die zweite Füllung. Der zweite Türrahmen. Damit hätte ich eigentlich genug Türelemente, aber ich denke immer noch dran, dass mir ja unterwegs eins kaputt gehen kann. Und schneide die dritte auch noch fertig. Das wäre die dritte Füllung.
Und jetzt geht es wieder darum, hier die Kassetten auszuschneiden. Und zwar, wie gesehen, mit Schnitt und Gegenschnitt. Und auch da ist der Gegenschnitt wieder fällig. Und damit gleich an die nächste Schnittkante. Natürlich bekommt sie ihren Gegenschnitt. Gegenschnitt. Der müsste jetzt frei sein. Nein, ist er noch nicht. Werde ich mal das Kapell sichern, denn meine Pause ist mal wieder rum.